Wunderschönen guten Abend, liebe Friends. Herzlich willkommen mal wieder auf unserem Channel. Das kam jetzt ein bisschen wie Zeit für ein Duell. Zeit für ein Duell. Leute, wie ihr seht, ich bin spät dran, ich bin gerade aus der Dusche gekommen. Wir machen jetzt noch ein Pokémon Opening Mopening. Und bevor wir starten, muss ich eins klarstellen. Im letzten Video von Pokémon, da haben wir ja die Mystery Box geöffnet. Und da haben wir das Undaunted Booster mit 15 Euro gerechnet. Dieses Booster ist tatsächlich ganze 100 Euro wert. Damit sind wir weit über den 500 Euro und sind super mega glücklich. Wirklich sehr, sehr geil, die Box. Und da freue ich mich auch. Wir machen sie heute nicht auf. Wir machen heute unsere letzten drei Weg des Trash-Mash-Müll auf, wo wir schon jede Karte gezogen haben, außer die, die wir wollen, das Golrak, Mulak, Glurak, Murak. Entweder das Shiny oder das Regenbogen, scheißegal, irgendein Glurak, Alter. Aber wir haben noch gar nichts. Deswegen machen wir die letzten drei Booster auf. Und wenn es da nicht rauskommt, dann haben wir verkackt. Kann man nichts machen. Aber trotzdem schöne Karten gezogen. Ah, Digga, laber nicht so viel. Rein ins Video. So, Friends, mit der wilden Friese gehen wir jetzt hier direkt rein in unsere letzten drei, vielleicht sieht man es da besser, unsere letzten drei Packs. Hier der Pflanzenorden, Wasserorden und Feuerorden. Auf geht's. Wir wollen nicht mehr lang über das Set schnacken. Es ist einfach zum Verzweifeln. Also unsere Orden sind auf jeden Fall auch am Stissel. Stissel die Bissel. Neues Hintergrundbild bisschen hier. Neue Experiation auf unserem Kanal. Ich krieg's nicht mal auf. Auf jeden Fall zum Set. Kauft's euch nicht, Leute. Kauft's euch einfach nicht. Die ersten Packs dachte man sich so, geil, Alter, da kann man Glurak ziehen. Geil, Alter. Jedes Pack eine Holo-Karte, geil, Mann. Wow. Dann die nächsten Packs dachte man sich, Digga, da kommen immer nur die gleichen Karten. Was passiert hier? Und dann Inferno-Pot. Und dann dachte man sich so, ah, jetzt muss ich weiterziehen, bis ich Glurak hab. Und irgendwann denkt man sich so, nee, Mann. Das lohnt sich auf gar keinen Fall. Wir lassen das Ganze. Hoffentlich ziehen wir es jetzt noch. Nach diesem Pack wird auf jeden Fall nichts mehr passieren in der Richtung. Weil wir haben schon viel zu viel Geld dafür verbrannt. Das ist gar nicht gut. Da packen wir lieber unsere Hidden Fates oder wie heißt das andere, was jetzt kommt. Hidden Fates ist das, was jetzt kommt. Ne, Hidden Fates ist das, was wir haben. Und das, was wir kommen, was jetzt kommt, ist glänzendes Schicksal. So, komm mal hier am Stissel, die Brazzle. Die Promokarten wieder komplett durchgeknickt. Keine Ahnung, was da abgeht. Und Pokémon mal wieder eine komplette Plastikfabrik hier für die Verpackung verwendet. So, jetzt habe ich, eigentlich wollte ich das Auspacken skippen, aber jetzt habe ich so viel gequatscht, kann ich leider nicht skippen. Aber ich zeige euch wenigstens nur meine Fresse, da könnt ihr euch darüber freuen. So, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Kotomi. Cool. Cool, 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 cool. Pflanzenorden, bitteschön. Also Leute, versteht mich nicht falsch, ich respektiere jede Karte.
So ist nicht. Ich bin wirklich ein großer Pokémon-Fan. Aber irgendwann ist halt auch genug, gell? Nach 295 Packs. So, wir haben hier wieder 9 Packs. Die machen wir jetzt auf Rofi Dofi Bofi. Auf die Bofi. Wir wissen auch mittlerweile, wie es geht. Zack, boom, bam. Und wir hoffen natürlich das Beste. Wir haben tatsächlich noch nichts Krasses gezogen, außer Carbo in Rainbow Rare. Und was noch? Ich weiß gar nicht. Ah, wie heißt es? Gardevoir. Wartet mal, ist die Kamera dreckig? Gehen hier einmal noch rüber. Besser? Weiß ich nicht. Pflanzenenergie. Brimano. Calamanero. Rüpel von Team Yell. Klonkett. Kleptifuchs. Rattan. Kanivana. Ein Wablu. Oh, Zygarde Reverse. Die dritte. Circa. Und. Oh, shit! Erstes Pack direkt ein geiler Hit. Kamalm V-Max in Full Art. Leute, die Struktur wieder anders geil. Ah, wirklich anders geil. Zu krass. Den haben wir tatsächlich auch noch nicht. Also da freue ich mich jetzt wirklich sehr. Sandshrewing sieht auch mega gut aus, oh, seitlich. Oben, unten schwer zu erkennen, aber sieht auch gut aus. Oh, das könnte tatsächlich mal ein gutes Ding sein. Ab in die Folie. Zack. Und zum Rayquaza. Der freut sich. Machen wir direkt mal weiter. Hier sieht man das Pokémon nochmal auf der Verpackung. So. Ihr wollt bestimmt sehen, wie ich es aufmache. Sorry, dass jetzt die andere Cam ist. Hab nicht nachgedacht. Wie so oft. So, bitteschön. Zwei, drei, vier nach vorne. So, die Stahlenergie. Ein Calamanero. Ein Turfühlstadion. Kleopatra. Felilu. Kokkuna. Unratütox. Brimova. Iskala. Ein Smart Rotom. Leute, ihr wisst, was es bedeutet. Hallo, hallo, hallo. Bro, kannst du uns diesmal bitte einen Hit reincashen? Laber, wirklich? Nein. Okay, danke, Bro. Bis dann. Also, Leute, Reverse Rotom hat heute auf jeden Fall einen fetten Hit versprochen. Also, hoffentlich hält er sich dran. Boom, Vulvarock. So. Zum Glück haben wir noch 7 Packs, in denen sich Rotom an sein Versprechen halten kann. Wir werden sehen, ob er sich dran hält oder nicht. Es wäre sehr schade, wenn nicht. Zack, 1, 2, 3, 4 nach vorne. So, die Blitzenergie. Boah, ich halte die Karten gerade wie einen. Ja. Brimano, Calamaniero, der 14. Pokéball, ein Macholo, ein Remover, ein Hyperheiler, ein Surokeks, Surokeks. Iskala, Reverse Holo, hier mal wieder mit dem Holo-Effekt, den man fast nicht sieht. Und ein Mahomai. Leute, erste Tin, Pintin, ein Hit. Nächste Pintin. Wenn wir pro Pintin einen Hit machen und dann noch ein geiler Hit dabei ist, dann wäre ich eigentlich ganz zufrieden. So, bitteschön. 4. So. Leute, was würdet ihr eigentlich davon halten, wenn wir solche Openings auf Twitch machen? Da, und so Kanalwetten und so, dies, das machen würden? Maschok, schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Wenn es euch gefallen würde, sagt einfach Bescheid. So, hier, hopp. Trank. Ein Jalar Jaradex. Ein Kleptiwag. Ein Macholo. Oh, da hat was geglänzt. Rattan. Yarrow!
Leute, Yaro! In Reverse Holo! Oh shit! Das hat. Also, Leute, wir müssen heute nichts mehr ziehen. Yaro Jaroslavovic in Reverse Holo. Das ist ein dicker Fisch für mich zumindest. Geil. Und was haben wir dahinter? Oh, Kaoktovi haben wir, glaube ich, aber auch schon in Full Art. Yaro Jaroslavovic, Alter. Der kriegt direkt eine Hülle. Scheiß auf das Kaokto. Yaro, du bleibst da. Der hat uns auch direkt einen Hit mitgenommen. Ein Kaokto. Nicht mein Favorite Pokémon, aber auch hier wieder das Sandring wirklich sehr gut. Kann man nichts sagen. Also weiter. Bisher sehr gute Karten. Hoffentlich geht's weiter so. Wir werden sehen. So, was haben wir denn hier? Yaro ist auf jeden Fall unsere Unterstützung. Da kann eigentlich nichts mehr schief laufen. Also wenn hier kein Feuerenergie, Leute, das wird hier ein Glurak. Ich habe es im Gefühl. Absol, Superball, die Pokémon Center Dame, ein Kearney Verney, Weiblu, Vulpix, sehr süß immer noch, ein Unrat Hytox, einfach nur Müll, Klonket, auch Müll, Feenenergie Reverse Holo, finde ich sehr, sehr cool, also Reverse Holo Energien feiere ich anders. Und kein Hit. Ich dachte kurz ein Hit, weil die Karte hier, wenn ihr es sehen könnt, hat Silvering. Na? Na, Bro. Bro, lass dich nicht im Stich. Hier am Rand hat die auf jeden Fall Silvering. Und dann dachte ich, da ist was Krasses dahinter. Aber es ist ein Silembrim. Passt schon, passt schon. Okay, passt schon. Energy direkt in der Penny Sleeve. Wir haben heute mehr. Nee, noch nicht. Ich wollte schon sagen, wir haben mehr Reverse-Karten gesleeved als Hits, aber das stimmt noch nicht. Wir werden sehen, was uns dieses Opening noch bringt. Bringt, oder? 4. Zack. Die gute Faustenergie. Bettys. Absol, Rotomrad, Galar, Gyarados, Hyperjailer, Feliwag, Kokuna, Dohont, Unrat Hytox, Silembrim, gerade noch in Holo gezogen, jetzt in Reverse. Und was bringt er uns? Ein Infernoport. Unser fünftes, sechstes, ich weiß es nicht. So, letzte Pintin. Die war schon mal besser als die davor. Wegen Yaro Jaroslavovic. Aber jetzt die letzte muss einfach. Es muss jetzt ein Banger kommen, sonst bin ich sauer. Sauer wie Nesti Zitrone. Wisst ihr, wer noch so sauer ist? Politiker. Ness, ein verdächtige Konserve. Kokuna. Wack, Clapty Wack, Weiblu, Macholo Molo, Jala, Zigzex, Jala, Gyarados, und jetzt kommt die dritte Entwicklung. Nein! Bro, was? Warum? 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 Wir werden verfolgt von diesem Slambrim. Wir haben es jetzt zweimal in Holo und einmal in Reverse Holo gezogen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So. Ab nach vorne. Leute, sorry, dass ich nicht so auf jede Karte eingehe, aber wir haben mittlerweile jede Karte 20 Mal gesehen. Ich hoffe, ihr könnt mir da verzeihen. Vielleicht kriegen wir somit auch schneller unseren fetten Hit. Klonket. Macholo, Thermopod,
Inferno-Pod, Reverse und die Mary. Mary, auch unsere, ich weiß nicht, vierte, fünfte. Und wir haben noch gar nicht, ey, wenn ich mir vorstelle, andere Leute, zum Beispiel Zero of Time, der hat unendlich viele Booster davon aufgemacht und hat kein, nix Gescheites gezogen. Der muss ja jede Karte 234.368 Milliarden Millionen Trillionen Mal haben. Eieieiei. Der Arme. So, unser letztes Pack, oder was? Friends, Last Pack Magic. Können wir uns hier ein bisschen spoilern? Nein, können wir nicht. Nur die Reverse Holo Karte ist ein Absol. Die sind irgendwie voll gebogen bei mir. Ich verstehe das nicht. So, Pflanzen Energy, Calamaniero, Turfield Stadium, Cleopatra, Veiblu, Emicholo, Gillette Jerajax, ein Vulpix, das Wuffels, Reverse Holo Absol, oh mein Gott, oh mein Gott, Reverse Holo Absol. Und die letzte Karte, aber ich muss sagen, wirklich sehr cooles Pokémon, auch cool hier als Reverse zu haben. Und unsere letzte Karte für heute. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Und in dem Sinne, liebe Freunde, sind wir auch raus mit dem Video. Ah, ich habe noch was vergessen. Friends, unsere krassesten Hits bisher. Einmal Reverse Holo, Feenenergie. Kaokto V in Full Art haben wir schon einmal. Dann was wirklich cool ist, das Kamalm V-Max in Full Art. Wirklich sehr, sehr cool. Also gefällt mir auch gut. Und der dickste Fisch heute, auf jeden Fall für mich, Jaroslavovic, Jarorovic in Reverse Holo. Er hat uns leider kein Glück gebracht. Und das Rotom-Dex hat uns auch kein Glück gebracht und auch nicht das gehalten, was es versprochen hat. Was soll man machen? Das Leben geht weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen guten Morgen. Und einen Spaß, Like da lassen, Abo, Glocke, Mocke, bitte supportet mich ein bisschen. Es macht mir mega Spaß. Ich will auch weiter damit machen. Deswegen hoffe ich, gefällt's euch. Ja! Und einen wunderschönen guten Abend. In dem Sinne, vielen Dank, Friends.